1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen, sind aber jetzt da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Ein Anruf hat mein Leben verändert. Ich möchte gerne mit euch über gravierende Telefonate sprechen. Telefonate, von denen ihr sagt, nachdem war alles irgendwie anders in meinem Leben. Vielleicht radikal, dramatisch, trauriger als vorher, aber vielleicht auch ganz ganz euphorisch schöner. Beispielsweise der berühmte Anruf einer Lottogesellschaft, 5 Millionen Euro gewonnen oder sowas. Also, ein Anruf hat mein Leben verändert, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, mir davon erzählen wollt, von dem einen oder anderen Anruf, dann ruft mich an, nämlich unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und auf eure Geschichten. Und der erste Mensch heute Nacht, das ist die Janina. Stimmt das? Hallo Janina? Ja, hallo Domian. 19 Jahre alt. Ja, richtig. Welcher Anruf hat denn dein Leben verändert? Das war der Anruf von meinem damaligen besten Freund. Und wann war das? Das war vor ungefähr 2 Monaten und ja. Wir hatten vorher die Zeit eigentlich relativ wenig Kontakt, nur telefoniert. Mhm. Und ich habe über Freunde mitgekriegt, dass er halt tierische Probleme hat, wusste aber auch nicht genau, worum es geht. Und also war dein bester Freund. Und warum hattet ihr da keinen engeren Kontakt, wenn es dein bester Freund war? Wir haben beide zusammen in Düsseldorf gewohnt und er ist aus beruflichen Gründen nach Rommerskirchen gezogen. Mhm. Und ja, ich arbeite auch als Köchin, habe auch Schichtarbeit und achso, dann hatte sich das so ein bisschen auseinandergelebt. Ja, leider. Leider. Und aber am Telefon, also war es eigentlich wie immer. Also die Freundschaft hat keinen Knacks abgekriegt oder so. So, jetzt kam irgendein besonderer Anruf. Genau, vor 2 Monaten kam der. Und nämlich, was war der Inhalt? Er hatte mich angerufen und klang total anders. Also die Stimme von ihm kannte ich überhaupt gar nicht. Ich habe den noch nie so fertig gehört, ja. Mhm. Er hat halt gesagt, dass er so nicht mehr weitermachen kann und auch nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und dass er das jetzt beenden wird und ja. Also euren Kontakt? Nee, sein Leben. Ach, sein Leben? Ja. Ach so. Und dass ich ihn niemals vergessen soll und dass er immer auf mich aufpassen wird. Dann hat er aufgelegt. Wie furchtbar, wenn man so einen Anruf bekommt von einem nahestehenden Menschen. Das war so furchtbar. Also ich kenne ihn seit der Grundschule und der war immer für mich da, egal was ist. Wie lange hattet ihr nur für mich, dass ich das so einordnen kann? Wie lange hattet ihr vorher nicht telefoniert? Das war gar nicht mal so lange, das war vielleicht 1,5 Monate oder so. Naja gut, ist ja immerhin doch, wenn man eng befreundet ist, ist das schon eine ganze klar, Weile. Ja, SMS geschrieben oder so und ja. Okay, dann kam dieser dramatische Anruf, er sagt, es geht nicht mehr so weiter, ich kann nicht mehr, ich will mein Leben beenden. Genau. Da sitzt du am Telefon als eigentlich beste oder sehr gute Freundin. Man ist wahrscheinlich super geschockt, weiß gar nicht richtig zu reagieren. Aber dennoch, wie hast du reagiert? Ja, also ich konnte ja gar nicht mehr zu Wort kommen, der hat dann einfach aufgelegt und ich habe dann versucht zurückzurufen und er ging nicht mehr ans Handy ran. Ja. Dann habe ich ihn versucht, über Freunde zu erreichen, gemeinsame von uns. Und die wussten auch nicht, wo er steckt. Und ihn hat er anscheinend auch nicht Bescheid gesagt. Ja. Ja, bei seinen Eltern, also seine Eltern hatten mir gesagt, er würde bei irgendeinem Freund schlafen. Ja. Scheinbar hat er ihnen auch nichts davon gesagt. Ja. Und dann aus lauter Panik, sage ich mal, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, hatte ich dann die Polizei angerufen. Ja. Und da wurde mir dann halt gesagt, dass sie nichts machen können, solange nichts Akutes passiert ist. Ja, so. Dieser Anruf war vor 2 Monaten. Ja, richtig. Was ist geschehen? Dann kam vor 2 Wochen der Anruf von seiner Mutter, dass er sich vom Zug geworfen hat. Ich verstehe das auch nicht, warum der Anruf erst so spät kam, Hat er sich denn schon vor 2 Monaten damals direkt nach dem Telefonat mit dir? Das ist ein paar Tage später gewesen. Ein paar Tage später. Hm. Ja, und also die Mutter ruft dich erst so viel später an? Ja, das verstehe ich auch nicht irgendwie. Ja gut, sie stand vielleicht auch unter einem Ungeheuer. Ja, klar, denke ich auch mal. Gott, wie schlimm. Ja, das ist furchtbar. Ja. Und der Anruf hat in dem Sinne mein Leben verändert, dass ich den Kontakt zu sämtlichen Freunden abgebrochen habe, weil ich werde überall und ständig an ihn erinnert. Das ist ein Geruch, ein Lied. Wie lange wart ihr gute Freunde? Ja, an der ersten Klasse haben wir uns kennengelernt. Ach, so lange, so eine Sandkastenfreundschaft quasi. Ja, genau. Mhm. Und aber da ist nie irgendwas gelaufen zwischen euch. Ihr wart platonische Freunde.
Nee, also wir haben schon, ich habe bei ihm geschlafen, wochenlang manchmal und wir haben gekuschelt, aber es ist nie wirklich was gelaufen. Also wir haben es praktisch platonisch richtig abgöttisch geliebt. Ja. Also ich konnte ihm auch nie was vormachen irgendwie, wenn es mir schlecht ging. Dieses schlimme Telefonat, dieses letzte Telefonat, du hast gerade gesagt, du konntest gar nicht groß zu Wort kommen. Wie lange hat das gedauert, das Telefonat? Das waren, ja, wie gesagt, das waren die paar Sätze, die er gesagt hat. Nur die paar das Sätze? Ja. Und du konntest gar nicht sagen, Moment, bleib doch mal dran, erklär's mir, oder ging gar nicht? Nee, ging gar nicht. Also hat, ich habe auch... Hat er dir irgendetwas hinterlassen? Hat er einen Brief geschrieben? Hat er eine Mail? Irgendwas? Nee, also ich war bei den Eltern war ich dann halt, nachdem die Mutter mich angerufen hatte und er hat ein kleines Kanickel und den kleinen Fritz, ja, und den hat er mir dann überlassen. Der steht jetzt auch hier bei mir. Und ja, aber mehr gar nicht. Wie alt ist kein dein... Kein Brief. Wie? Kein Brief, gar nicht. Ja, wie alt ist dein Freund geworden? 21. Ja. Hast du jetzt, nachdem du diese schlimme Nachricht erfahren hast, irgendwie mit der Mutter nochmal dich getroffen oder mit anderen Freunden? Und ja, mit der Mutter habe ich eigentlich regelmäßig Kontakt zu versuchen, uns irgendwie so gut es geht aufzubauen gegenseitig und uns gegenseitig irgendwie zu helfen, obwohl es ziemlich schwer ist. Hat denn die Mutter irgendeine Ahnung, irgendeinen Plan, irgendeine Richtung, warum er so verzweifelt war? Ja, also wir vermuten jetzt langsam, dass er mit Drogen angefangen hat, weil... Er ist in die Techno-Szene gerutscht und ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht daran lag oder ob er irgendwie neue Leute kennengelernt hat, ich habe keine Ahnung. Ja. Hattet ihr denn auch so einen gemeinsamen Bekanntenkreis oder hatte sich das so in den letzten Jahren ein bisschen auseinandergelebt? Ja, wir hatten 3-4 gute Freunde zusammen eigentlich, aber ja, die verstehen auch die Welt nicht mehr. Also mit denen habe ich auch den Kontakt abgebrochen, weil das geht gar nicht bei mir im Moment irgendwie. Ja. Machst du dir jetzt, machst du dir Vorwürfe irgendwie? Dass ja, natürlich, dass ich mich vielleicht hätte melden sollen. Und er hat immer gemerkt, auch wenn wir nicht telefoniert haben, angenommen, wir hatten jetzt 2 Wochen Funkstille und mir ging es irgendwie schlecht aus irgendwelchen Gründen. Ja, der hat angerufen, der hat es gemerkt. Und ich habe es halt nicht gemerkt, dass irgendwas los war. Ja gut, aber ihr hattet ja eben auch nicht so viel Telefonkontakt in den letzten Zeit davor. Und er hat dir ja auch kaum eine Chance gegeben, nämlich indem er beispielsweise bei dem Telefonat direkt dann den Hörer aufgelegt hat. Ja, ja, klar, das verstehe ich nicht. Also wie gesagt, ich kannte den überhaupt gar nicht so. Das ist auch gar nicht seine Art. Hat er denn früher mal, ich meine, so als gute Freunde redet man ja über alles Mögliche. Habt ihr mal irgendwann vielleicht in einem tiefen Nachtgespräch mal darüber nachgedacht, wie es wäre, ob der ein oder andere sich das Leben nehmen würde, wenn es mal sehr kompliziert würde? War das mal Thema? Ja, da hatten wir mal drüber gesprochen, das ist aber auch schon länger her und ja, sie haben halt gesagt, dass das nichts auf der Welt wert ist, dass man sowas macht und ja, dass wir halt uns haben, wenn irgendwas ist. Ja. Das ist dann schon sehr schlimm, ne? Ja, natürlich. Wenn man merkt, dass die Freundschaft nicht ausgereicht hat, ne? Dass er zumindest mal einmal sich an dich wendet und dich als Ansprechpartnerin sucht, der hat das alles für sich alleine entschieden. Alles. Ja, genau. Hat er eine Arbeit? Ja, der hat Elektroinstallateur gemacht. Und war so gesund, war er auch? Ja, klar. Ja. Also, hat er eine Freundin? Nee, gar nicht. Ja. Also der hatte immer mal wieder irgendwie so ein Techtelmechtel, aber die war dann halt auf mich tierisch eifersüchtig und wollte halt den Kontakt zu mir verbieten und das hat er dann halt nicht mitgemacht. Das Thema heißt ja, ein Anruf hat mein Leben verändert. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass du diesen Anruf, als die Mutter von deinem Freund sich da gemeldet hat bei dir, sowas vergisst man wahrscheinlich nie wieder, ne? Diesen Satz, den sie gesagt hat und die Stimmung, in der sie das dann gesagt hat und den Ton. Ja, also ich weiß es auch, wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich auch gar nicht, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Also das ist wie ein Loch, also dieser Zeitabschnitt fehlt mir wirklich irgendwie. Also. Ich glaube, nochmal auf die Vorwürfe zurückzukommen, ich glaube nicht, dass du dir Vorwürfe machen musst. Auch wenn ihr jetzt mal einen Monat oder etwas länger keinen Kontakt hattet, kenne ich auch bei guten Freunden, dass man mal über einen längeren Zeitraum keinen Kontakt hat, aber man weiß trotzdem, der andere ist da und wenn was ist, kann man da anrufen und man kann sich an den wenden. Also er hat das ganz für sich alleine ausgebrütet, ne? Ja, scheinbar. Also unsere Freunde, die Party wir zusammen hatten, die wussten auch gar nicht Bescheid, denen hat das scheinbar auch überhaupt gar nicht anmerken lassen. Keinem eigentlich. Ja. Tut mir sehr leid, Janina, wirklich sehr leid. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ja, das wäre nett. Dann machen wir das so. Dann legst du bitte auf und der Peter, so heißt dein Psychologe heute Nacht, ruft dich an und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Alles klar, danke schön. Auf Wiederhören. Und Kompliment an deine Sendung, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt: Ein Anruf
hat mein Leben verändert. Gab es mal in der letzten Zeit oder überhaupt in eurem Leben einen Anruf, nachdem alles anders war? Im positiven Sinne oder sehr stark vielleicht auch im negativen Sinne? Wenn ihr mir von einem solchen Anruf erzählen möchtet, dann macht das unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Karin, 58 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Karin. Schön, dass ich durchgekommen bin. Als erstes ein Kompliment an dich und an dein ganzes Team. Ihr seid spitze. Dankeschön, das seit ist ja nett, dass du sagst. Ich verfolge deine Sendung. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, macht nichts. Also wir reden ja über das Telefonieren, über den Anruf. Ich bin verwitwet gewesen. Ja. War Single. Ja. Und hab einen Mann kennengelernt. Der hat mir wieder lachen, leben und lieben gelernt. Ja, wann hast du den kennengelernt? Das war im Jahr 2000. Ja. Und wir waren 7 Jahre zusammen. Mhm. Und er kriegte dann, das war wie eine Erkältung. Und Moment. Wenn du ihn 2000 kennengelernt hast, kannst du nicht 7 Jahre mit ihm zusammen gewesen sein. Nee. Wie war das? Stimmt auch nicht. Hast du dich versprochen? 94 haben wir. 94, ach so. Ende 93, okay. Anfang 94. Ja. Mhm. Ja. Und im Jahre 2001 kriegte er wie eine Erkältung und das lief dann so hinaus wie eine chronische Bronchitis. Ja. Und das wurde so schlimm, dass eine Krankenhauseinweisung erfolgt ist. Mhm. Und das war sonntags. Und da habe ich zu dem Arzt gesagt, falls irgendwas Schlimmes sein sollte, möchte er mir bitte Bescheid sagen. Mhm. Weil wir hatten eigentlich vor zu heiraten. Ja. Hatten aber immer noch gewartet, dadurch, dass ich meine Witwenrente noch bekam, habe ich gesagt, wir bauen uns erst noch ein bisschen Polster auf und dann können wir heiraten. Ja. Oder wenn wir im Lotto gewinnen und eine Million gewinnen, dann heiraten wir sofort. So, jetzt war dein Freund im Krankenhaus. Ja. Und du hattest dem Arzt gesagt, wenn was ist, rufen Sie mich an. Rufen Sie mich an, wenn was Schlimmes ist, rufen Sie mich an. Und da sagt, fahren Sie erstmal nach Hause und Sie können dann nachher ihren Mann besuchen kommen. Mhm. Wir müssen erstmal die Untersuchung fertig machen. Ja. Und ich war vielleicht 5 Minuten zu Hause, da schellt das Telefon, da ist der Arzt dran und sagt mir, ihr Mann hat Lungenkrebs in Endstadium. Da war ich erstmal vollkommen schockiert. Du warst gerade erst nach Hause gekommen? Ja, Und zum Glück waren 5 Minuten später kamen meine Tochter und mein Schwiegersohn. Mhm. Die wohnen aber nicht da, wo ich wohne. Das war auch glücklicherweise, dass das traf alles zusammen. Sag mal, Karin, als der Arzt dir das am Telefon gesagt hat, das ist ja das Todesurteil. Das war das Todesurteil. Konntest du überhaupt ein Wort rauskriegen? Ich habe zu ihm gesagt, sie haben sich bestimmt versehen. Das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Oh ja, das ist wahr. Ja. Ich finde es nur nebenbei bemerkt auch sehr taktlos, das so am Telefon zu machen. Da ruft man eigentlich die Frau an und sagt, kommen Sie vorbei und wir reden in Ruhe miteinander. Ja, aber so traurig wie das alles war, wir haben dann nachher erfahren, dass das im Grunde genommen so weit fortgeschritten war, da hätte der Tod stündlich... Ach so, so, stündlich ein, so schwer erkrankt war er schon. Und da mein, ich sag mein Mann, mein gerne heiraten wollte, habe ich ihm den Wunsch noch erfüllt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte nicht erfüllt, in meiner Macht hätte es nicht gestanden. Mhm. Aber lass mich mal fragen, Karin, lass mich mal fragen, damit ich es richtig verstehe. Wie lange hat denn dein Freund dann noch gelebt? Ja, das will ich dir gerade sagen. Ja. Sonntags habe ich ihn eingeliefert. Ja. Mittwochs haben wir geheiratet. Ah, quasi auf dem Totenbett. Ja. Ja. Und in der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag ist er verstorben. Ach. Das war natürlich, es war
Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich bin ja, das glaube ich. Ich bin ja dort gewesen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr weg, ich bleibe jetzt hier. Hat er denn die Verheiratung, hat er das noch richtig mitbekommen? Ja, und zwar hat er das aus dem Grund mitbekommen, weil alles hat mitgespielt. Das Krankenhaus hat mitgespielt. Mhm. Er hat bis dahin keine Medikamente gekriegt. Mhm. Und zu der Eheschließung muss er ja klar sein. Ja. Und wenn er Medikamente kriegt, ja, jetzt, was weiß ich, so starke Mittel, dann ist er ja nicht klar. Und dann kann man die Eheschließung nicht vollziehen. Aber er war klar. Noch bei der Eheschließung hat der Standesbeamte gesagt, ja, sagen Sie mal, wissen Sie, warum Sie hier sind? Ja, meine Frau hat mir das Konto abgeräumt, jetzt muss ich sie heiraten. Wusste er denn um den Ernst der Lage? Wusste er, dass er so schwer krank war? Oder habt ihr es ihm nicht erzählt? Er wusste es. Der Arzt hat es ihm gesagt, dass er Lungenkrebs hat. Mhm. Und dass noch eine Gewebsprobeentnahme erfolgt. Mhm. Und er am Freitag dann nachher praktisch das Resultat kriegt. Ja. Und das hat er mir dann auch gesagt. Und das sagt er, vielleicht haben wir noch ein halbes Jahr. Aber an dem Freitag war er schon verstorben. Da war er schon verstorben. Mhm. Und zu der Eheschließung, da haben die dort im Krankenhaus, hatten die uns ganz hübschen Tisch gemacht. Mhm. Da hab meine Tochter, die ist dann auch noch gekommen von außerhalb, die hat es noch geschafft. Da hat er noch zu ihr gesagt, er hat es ja selber nicht gewusst. Ich kam als erstes, war nun dementsprechend angezogen, hatte seinen Anzug mitgebracht. Mhm. So, ja, wie siehst du denn aus? Wie hast du dich denn rausgeputzt? Ich sage, wir heiraten in der halben Stunde. Mhm. Das darf nicht wahr sein. Ich sage, kürzlich können wir dann alle Männer heiraten, wenn du wieder zu Hause bist. Und meine Tochter, die ist 100 Kilometer entfernt, die ist mit dem Zug dann nachher, erst mit dem Moped nach Hause umgezogen, in den Zug reingestürzt, dann hier in die Taxis, wo ich wohne, und hat es auch noch geschafft, war 10 Minuten vorher da. Karin. Und da sagt er zu ihr, ja, was willst du denn hier? Ja, du denkst doch wohl nicht, dass ihr ohne mich heiratet. Mhm. Das war noch der Tag, das war noch mal, wo er aufgelebt ist noch mal. Das war noch mal wie so ein Aufleben. Ja. Er hatte seine Scherze, er hat gegessen und abends war dann nachher, kam mein Schwiegersohn noch mit den Enkelkindern und wo die dann nachher sich verabschiedet haben, da hat er gesagt, das ist schön, dass ich euch alle noch mal gesehen habe. Und dann ist er gestorben in der Nacht. In der Nacht. Ja. Warum, Karin? In der Nacht, das war das Kuriose. Ich hatte dir vorhin gesagt, dass wir gesagt haben, wenn wir mal in Lotto gewinnen, eine Million, dann heiraten wir sofort. Mhm. Und er hatte ja dann nachher die Medikamente und war auch auch wie ein bisschen verwirrt und so. Mhm. Da sagt er, gib mir mal das Päckchen mit der Million. Und dann sag ich, ich habe keine Million. Dann kam die Schwester rein, sagte, wir haben eine Million gewonnen. Mhm. Ja, das kann nicht sein. Mhm. Und den nächsten Tag, wo das so war, da sag ich, weißt du was, der Vati hat gesagt, von einer Million, das sagt meine Tochter. Na Mutti, überleg mal, ihr habt gesagt, wenn wir eine Million in Lotto gewinnen. Er hat das so verstanden dann, ich verstehe. Und Karin, das in seinem Kopf war das so drin. Wir haben die Million. Ja, ja. Warum, Karin, warum war das so wichtig, noch zu heiraten vorher? Weißt du was, er hat immer da drauf gedrängt. Dass ich dich nicht schon in jungen Jahren kennengelernt habe. Also war es nochmal so, ihm auch nochmal einen wirklich großen letzten Wunsch zu erfüllen. Ne? Das war von mir dann nachher der letzte, praktisch das, was ich ihm noch erfüllen konnte. Ja. Und er hat das mit ins Grab genommen. Aber das ist dann ja auch sehr gut, dass es dann so noch passiert ist. Ja, das habe ich aber, wie gesagt, das habe ich meiner Tochter zu verdanken. Mhm. Die hat das mit der Stadt, mit der Urkundenstelle, mit dem alles in die Wege geleitet und die haben voll mitgezogen. Was ich gerade auch gedacht habe, Karin, so schlimm und so dramatisch das ist, wenn jemand, den man lieb hat, so schnell verstirbt. Aber er hat dann ja zumindest nicht lange leiden müssen. Ne? Das ist
das ist mein Trost. Mhm. Denn der Arzt hat mir gesagt, es gibt Patienten, die brauchen ein halbes Jahr oder ein Jahr, die sitzen dahin, das ist furchtbar. Ja. Also die Nacht hat mir schon, das ist furchtbar. Und das ist mir heute, das ist gerade als wäre es gestern gewesen. Ja. Und das Ganze war? Sie hat sich auch wieder, also... Das Ganze war jetzt im Jahr 2000 war das, ne? 2001. Mhm. Ja. Und da habe ich eben auch ziemlichen gesundheitlichen Knack gekriegt. Glaube ich. Karin, ich habe mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. In dem kleinen Gespräch. Ja. Wenn es auch ein trauriger Anlass war. Ja. Aber schön, dass du hier warst. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und von Herzen alles Liebe und überstehe auch jetzt diesen traurigen Jahrestag gut. Ja, das werde ich. Ja. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören, Karin. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und mach weiter so. Dankeschön, Karin. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt, ein Anruf hat mein Leben verändert. Dazu jetzt auch Sven. Und Sven ist 18 Jahre alt. Hallo Sven. Hallo Domian. Hi. Mein Anruf war letzte Woche Mittwoch. Ja. Und zwar bin ich ans Telefon gegangen, ganz normal. Und dann fragte mich eine Dame, ob ich der Sven wäre. Mhm. So, dann sagte ich, ja, der bin ich. Ja. Und sie sagte, ja, ich bin Sibylle, deine leibliche Mutter. Ach. Und das war natürlich erstmal, da war ich baff. Du wusstest, dass du adoptiert? Nein, ich wusste bis dahin noch nicht, dass ich adoptiert war. Ach, du wusstest gar nichts? Ich wusste gar nichts. Du bist also aufgewachsen in einer Adoptivfamilie? Ich bin aufgewachsen in einer Adoptivfamilie, aber das wusste ich bis dahin noch gar nicht. Ich kriegte also den Anruf und sagte mir eine Frau, dass sie meine leibliche Mutter wäre. Aber dann muss man doch erstmal sagen, hä, wie, was? Sie sind falsch verbunden. Genau, und dann sagt sie, ja, sie ist in der Stadt und sie möchte sich mit mir treffen. Ach. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, also da kann ich jetzt absolut gar nichts zu sagen. Dann hat sie mir halt ihre Telefonnummer gegeben und gesagt, ich soll mich bei ihr melden. Dann hast du vermutlich sofort deine Adoptivmutter angerufen, ne? Also deine Mama eigentlich, ne? Die du als Mama siehst. Genau, dann bin ich zu meinen Eltern und habe denen erzählt, dass die sich halt bei mir gemeldet hat. Ja. Und warum ich davon nichts weiß. Ja. Und ja, dann haben sie mir das erzählt, dass ich halt adoptiert worden bin, was ich also ziemlich, naja, ich will nicht sagen, schlecht von meinen Eltern fand, aber ich fand es halt schon mich irgendwie da in der Ecke gedrückt, wenn mir wurde das nie gesagt. Ja, also es ist sicher nicht schlecht, dass deine Eltern dich adoptiert haben. Das war sicher das hat bestimmt seine Gründe. Ja, aber sie hätten es dir früh sagen müssen. Ja, und warum haben sie es dir nicht gesagt? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt geht's ja weiter. Dann habe ich denen erzählt, dass sie sich halt mit mir treffen möchte, dass sie hier ist. Ja. Und dann sagten mir meine Eltern, aus irgendeinem Grund, den sie mir nicht nennen wollen, ich solle ein Treffen mit ihr unterlassen. Also ich sollte mich von ihr fernhalten. Mhm. Ich hab natürlich auch gesagt, warum? 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 Und warum, ja. Darauf haben sie mir keine Antwort gegeben. Sie haben gesagt, ja, das könnten sie mir nicht sagen, aber es wäre immer noch meine Entscheidung, aber sie würden mir raten, das Treffen zu unterlassen. Und du hast dich bis heute nicht mit der Frau getroffen? Ja, es ist jetzt eine Woche her. Ich habe sie, bis jetzt habe ich mich nicht getraut, dann nochmal anzurufen. Pass auf, jetzt muss ich mal fragen. Wie alt warst du, als deine Eltern dich adoptiert haben? Als Kind direkt, als Baby. Als Baby, ganz klein. Bist du das einzige Kind in der Familie? Ja. Ja. Hast du es gut gehabt bei deinen Eltern? Es war ein ganz tolles Verhältnis bei meinen Eltern. Ja. Hat eigentlich nie Probleme gegeben. Mhm. Hast du denn mehrfach nachgehakt, warum sie dir das nie erzählt haben und dass du adoptiert? Also die sind da stur. Vor allen Dingen, meine Mutter wusste ja, wie ich heiße, wo ich wohne, meine Telefonnummer. Mhm. Das kann die eigentlich nur von meinen Eltern haben. Also die richtige Mutter meinst du jetzt, ne? Ja, richtig, meine leibliche Mutter. Mhm. Ja, das ist auch schon sehr mysteriös. Wie kommt die Frau an deine Handynummer? Ja, und meine Eltern sagen, dass ich mich nicht mit ihr treffen soll. Also pass mal auf, ich finde, jetzt mal ganz klar ausgesprochen, ich finde, dass deine Eltern ziemlich viel Mist gebaut haben, dass sie dir das nicht gesagt haben. Ja. Ich finde, dass ein Kind, auch wenn man ein Jugendlicher oder vielleicht auch schon ein etwas herangewachsenes Kind, das wissen soll, finde ich, hat das Kind ein Recht drauf. Ja. So,
ich finde, dass du jetzt ein Recht darauf hast, dass die dir das erklären, warum sie es nicht gemacht haben. Aber ich finde, noch gravierender ist, die sollen dir verdammt nochmal erklären, warum du deine Mutter nicht sehen sollst. Wenn sie dir schon das alles verschwiegen haben, dass du adoptiert bist, dann sollen sie dir jetzt zumindest erklären, du bist ein junger, erwachsener Mann, warum du deine leibliche Mutter nicht treffen sollst. Warum, warum, warum? Das will ich auch wissen. Ja, das finde ich allerdings auch. Und bleiben stur. Ja, dann würde ich mich mit der Mutter treffen. Dann würde ich mich mit ihr treffen. Jetzt ist das Fass eh aufgemacht. Du bist doch jetzt neugierig. Du bist, ne? Ich habe eigentlich auch viele Fragen an sie, was ich wissen will. Ja klar, ist doch normal. Hätte ich auch an deiner Stelle. Aber andererseits, wenn meine Eltern sagen, ich soll mich mit ihr treffen, dann frage ich mich auch, warum? Was passiert, wenn ich mich mit ihr treffe? Ja, warum? Ja. Warum? Aber das sagen die mir nicht. Du wohnst du noch? Du wohnst nicht mehr bei deinen Eltern? Nein. Nein. Mhm. Also ich finde das, finde es unglaublich, dass die dir das nicht, dass die dir das nicht sagen. Du bist doch kein vierjähriger Junge mehr. Was kann es denn sein, so schlimm, dass du es nicht wissen darfst? Und wenn es schlimm ist, dann musst du es auch wissen. Ja. Vor allem ist es auch irgendwie, jetzt fühle ich mich irgendwie nicht mehr als mich selbst. Ich fühle mich irgendwie komisch, weil warum wurde ich als kleines Kind weggegeben? Ja. Vielleicht haben deine Eltern einfach nur, sind die eifersüchtig, dass sie Angst haben, dass du dich von ihnen wegentwickelst. Irgend sowas kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Ja, natürlich, aber man hat ja auch ein gewisses Gefühl dafür und irgendwie ich habe so das Gefühl, dass die mit meiner leiblichen Mutter irgendwie Kontakt hatten oder immer noch haben, das weiß ich halt nicht. Klar, kein Amt hat doch in den Akten verzeichnet deine Handynummer. Nein. Also von damals, irgendwelche Adoptivakten oder so. Nein. Die Nummer kann sie nur von meinen Eltern haben. Pass auf, ich würde deinen Eltern Folgendes sagen. Ich würde sagen, egal ob ihr mir jetzt sagt, warum ihr nicht wollt, dass ich die Frau sehe, egal ob ihr sagt oder nicht sagt, ich werde diese Frau treffen, meine Mutter treffen. Ich bitte euch nur sehr, es mir zu sagen. Ich finde, das kann ich erwarten, nachdem ihr mich schon 18 Jahre im Dunkeln habt stehen lassen. Ja, aber ich habe das Gefühl, die werden mir das nicht sagen. Also die sind wirklich stur in der Hinsicht. Okay, dann gehst du. Wenn ich jetzt sage, ich treffe mich mit mir, ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe Angst, mich davon mit ihr zu treffen. Verstehe ich auch, hätte ich auch an der Stelle. Aber auf der anderen Seite ist aber bitte, ja klar. Aber auf der anderen Seite ist aber auch so viel Neugier. Und ich könnte schwören, wenn du es jetzt auch in den nächsten 2-3 Monaten nicht machst, irgendwann wirst du es sowieso machen, weil du deine Mutter, du willst doch deine Wurzeln kennenlernen. Du hast doch 1000 Fragen, was war denn da los damals? Warum hat meine Mutter mich abgegeben? Was ist da geheimnisvoll? Warum sagen meine Eltern, meine Adoptiveltern nichts und so weiter? Irgendwann machst du es eh. Ja, aber ich habe mich ja bis jetzt auch nicht bei ihr gemeldet. Ich weiß nicht, ich traue mich einfach nicht bei ihr anzurufen. Ist ja auch okay, mein Gott, das war letzte Woche Mittwoch erst, das ist gerade eine Woche her. Ja. Das ist auch nicht schlimm, wenn da jetzt noch ein paar Wochen vergehen, bis du dich meldest. Aber ich würde mich da von deinen Eltern nicht weiter bestimmen lassen. Das haben sie nicht zu bestimmen, ob du mit deiner leiblichen Mutter in Kontakt trittst. Das ist auch richtig, aber dadurch, dass sie halt gesagt haben, dadurch, dass sie irgendwie Kontakt mit haben und sagen, ja, du sollst dich nicht mit ihr treffen, da habe ich auch Bedenken, mich mit ihr zu treffen. Aber was kann denn passieren? Und das kommt zusätzlich stärkt es noch die Angst natürlich, klar, so vom Normalen her, sie überhaupt anzurufen, sich mit ihr zu treffen. Was meinst du denn, wie deine Eltern darauf reagieren, wenn du sagst, ich treffe mich aber trotzdem? Ja, dann können ja eigentlich nichts dran machen. Die werden zwar sagen, ja, mach es. Wir können dich nicht dran hindern, da können sie mich ja auch nicht dran hindern. Also Sven, ich weiß jetzt wirklich nicht im ersten Moment bei aller Spekulation, was nun so Schlimmes da sein sollte, warum du dich mit dieser Frau nicht treffen sollst. Ich weiß es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind vielleicht wirklich nur Schutzmechanismen von deinen Eltern, sie nicht an dich herankommen zu lassen. Aber wir wollen spekulieren. Aber man spekuliert ja, wenn man so ein komisches Verbot hört. Weil ich, wie gesagt, auch als zweigeteilte Person jetzt. Einerseits habe ich bis jetzt ein glückliches Leben gehabt und jetzt auf einmal ein Anruf, ja, ich bin deine leibliche Mutter, ich will mich mit dir treffen. Dann mach ihnen das doch so klar. Das ist doch ein Kompliment auch, wenn du sagst, ich habe bisher bei euch ein glückliches Leben gehabt. Ich will mich ja von euch nicht wegentwickeln, aber ich möchte gerne meine Vergangenheit und meine Wurzeln kennenlernen. Sagt mir doch alles, was ihr wisst, damit könnt ihr mir sehr helfen. Und da blockieren die.
So, wenn sie dann nochmal blockieren, wenn du nochmal geredet hast, dann triff dich mit dieser Frau. Und dann musst du selbst forschen und selbst die Reise antreten. Ja. Finde ich, Sven. Wenn es auch noch so, ich hätte auch Schiss an deiner Stelle, klar. Aber du wirst es, ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, du wirst es irgendwann machen, weil du neugierig bist. Ja, nur wann, das ist die Frage. Mhm. Weil ich glaube kaum, dass ich das jetzt in den nächsten Wochen, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich werde es nicht können irgendwie. Mhm. Noch nicht. Du musst es für dich entscheiden. Aber von meiner Seite aus, also meine Meinung ist klar, die habe ich jetzt gesagt. Ich finde, dass du Kontakt zu deiner Mutter aufnehmen solltest. Finde ich schon. Mhm. Mein Lieber, alles Gute und toi 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 für die Aktion. Ja, danke. Wann immer sie stattfindet. Ja, und nochmal auch ein Kompliment an deine Sendung. Danke, Sven. Tschüss. Jo, tschüss. Ein Anruf hat mein Leben verändert. Unser Thema heute Nacht, und hier begrüße ich jetzt ganz herzlich die Susanne. Susanne. Hallo Susanne. Ja, hallo. Susanne war schon richtig. Susanne ist richtig, ne? 23 Jahre alt bist du. Genau. Und hast dich auch zu diesem Thema bei uns gemeldet. Ja, also erstmal wollte ich zum Sven gerade sagen, das kommt mir ziemlich bekannt vor, denn ich kenne meinen leiblichen Vater auch nicht. Mhm. Aber ich habe damit im Gegensatz zu ihm abgeschlossen. Also ich möchte ihn allerdings auch überhaupt nicht mehr kennenlernen, weil... Mhm. Hauptsache, ich habe meine Mutter, so sehe ich das. Also das ist ein anderer Fall bei dir wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. So, jetzt aber zum Anruf. Genau, also mir ist auch heute was Unglaubliches passiert. Heute? Genau, was ich immer noch ziemlich heftig finde. Mhm. Ja, und mit irgendwen darüber halt jetzt erstmal sprechen muss. Erzähl mal. Also ich habe vor 3,5 Jahren ungefähr meinen Freund kennengelernt. Und zwar nicht auf einem sehr seriösen Weg, aber wir waren halt seit 3,5 Jahren sehr glücklich. Mhm. Ja, was heißt nicht auf einem seriösen Weg? Ja, er hat halt früher mal nicht so tolle Sachen gemacht. Das heißt so, ist halt im ruhigen Milieu ein bisschen tätig geworden, also gewesen und so. Und du warst auch tätig? Ja, also ich war jung, hatte eine Freundin, die hat da halt... richtig gemacht und war halt ab und zu da mit ihr unterwegs und dann habe ich ihn halt kennengelernt. Achso, du hast selbst nicht... Er war halt mehr ein Frauenheld, aber ne, das muss man dazu sagen. Er hatte halt auch viele Frauen, aber hat sich dann halt in mich verguckt. Und okay, aber du hast nicht als Prostituierte gearbeitet? Nein, das möchte man jetzt mal das nicht? Weg. Nee. Nee. Okay, und du hast ihn da, weil er hat aber nicht als Zuhälter auch nicht gearbeitet? Doch. Ja. Okay. Aber erst danach für mich hat er damit dann aufgehört und Naja, auf jeden Fall. Ich hatte auch einen besten Freund, der hat mir auch ziemlich oft geholfen, weil wir hatten halt ziemlich viele Tiefen. Mhm. Und war aber eigentlich relativ glücklich in den ersten 2 Jahren. Ja. Ja, und mein bester Freund hat dann auch ziemlich viel Zeit mit meinem Freund verbracht, aber ich habe dabei mir nichts gedacht. Ja. Also überhaupt nichts, ne? Und also gab es einen besten Freund, einen guten Kumpel, der dich immer begleitet hat und der quasi mit euch beiden befreundet war dann mittlerweile. Ja, genau, der Tobi. Und die beiden Jungs haben sich auch gut verstanden. Ja. Ja. Also es hat mich auch sehr gefreut eigentlich, weil es passiert nicht oft. Ja. Ja, und jetzt seit ein paar Monaten ist es aber so, wenn ich mich mit meinem Freund, also wir haben zusammen gewohnt, jetzt hat er sich eine eigene Wohnung geholt, weil er fand es halt besser irgendwie. Ja. Und jetzt, wenn ich mich mit ihm treffen will, dann ist es ganz komisch, dann versetzt er mich ständig, sagt, ja, ich muss mit meinen Kumpels was unternehmen und dann habe ich ihn vor ein paar Stunden habe ich ihn dann angerufen, weil er wollte sich heute wieder mit mir treffen. Genau, also heute ist irgendwas Besonderes passiert, hast du gerade gesagt, ne? Genau, und den Anruf, den habe ich gestartet, weil ich wollte halt wissen, was los ist und wollte einfach mal einen Schlussstrich da jetzt mal, also was der Schlussstrich, aber wissen, was abgeht. Du wolltest Klarheit haben. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich ihn halt, wie gesagt, angerufen und da meinte er, liebe Susanne, pass auf, ich muss dir jetzt auch mal was sagen, das nervt mich hier jetzt auch langsam. Ich habe ihn halt ständig versucht anzurufen, weil mich das auch ankotzt. Mhm. Ja, und dann meinte er zu mir, dass er halt was mit dem Tobi hat. Und Und also die beiden Jungs sind quasi heimlich zusammen? Genau. Schon seit längerer Zeit? Ja, also ich wollte das dann natürlich alles wissen, wollte dann auch... mit dem Tobi sprechen, ich finde es immer noch total heftig. Das hast du heute erst erfahren? Genau. Das heißt, da bricht ein ganzes Weltbild bei dir zusammen. Da ist dein allerbester Freund, dem du auch hundertprozentig vertraut hast. Also ich liebe ihn halt auch noch total, ne? Und da ist dein bester Freund, den ich vertraut habe. Genau, genau. Und dein Freund, mit dem du 3,5 Jahre zusammen bist. Und jetzt erfährst du, dass die beiden Männer was miteinander haben. Also ich dachte natürlich erstmal, es ist ein Witz, ne, dass er mich verarschen will.
Und also ich bin immer noch... Aber hat er das denn dann am Telefon ein bisschen erklärt? Was heißt denn das? Ich meinte, darf ich mal bitte mit meinem... Ich wollte mit meinem Kumpel halt erstmal sprechen, weil ich hab's nicht geglaubt. Ach, der war bei ihm zu Hause gerade? Ja, die waren gerade zusammen. Ach so. Und er meinte zu mir, nein, er möchte gerade nicht mit dir reden. Hör auf uns zu nerven, wir werden... Irgendwann würde er mit dir reden, aber er kann im Moment nicht mit dir sprechen. Das heißt also, das ist wahrscheinlich nicht nur eine Sexgeschichte zwischen den beiden Männern, sondern die sind... Das ist eine ich kann es mir aber nicht vorstellen, Domian. Mein Freund, das war eine Frau, die sieht super aus. Der, ich weiß nicht mehr weiter. Und ich liebe ihn und das ist das Schlimmste daran. Und dein bester Kumpel? Den will ich auch nicht verlieren. Weil lass mich fragen. Den hast du so eigentlich auch als eigentlich stock-heterosexuell im Kopf? Ja, weil er war sogar mal mit einer Freundin von mir zusammen, mit der Jennifer. Und das finde ich auch wiederum komisch. Wieso? Mhm. Kann natürlich sein, dass er sich jetzt geoutet hat irgendwie, aber mit meinem Freund und erst jetzt, ich verstehe gar nichts mehr. Wie alt sind denn die beiden Jungs? Mein Freund ist 27 und mein bester Freund, der ist 25. Ja, ja. Und früher nie Andeutung gemacht, dass die so ein bisschen auf Männer auch stehen? Gar nichts? Also dass die jetzt einen schwulen Touch irgendwie haben, überhaupt nicht. Mhm. Also ich kenne auch Schwule, na klar, aber... Mhm. Ja gut, es gibt halt viele, es gibt nicht nur Heterosexuelle und es gibt nicht nur Schwule. Also es gibt noch auch total verarscht. Es gibt so viele dazwischen, so viele Nuancen noch an Bisexualität, die man auch nicht so durchschauen kann. Offensichtlich ist das genauso ein Fall bei dir. Dein Freund wird nicht schwul sein, das wird ein bisexueller Mann sein. Ich kann mir das einfach nicht... Mhm. Wie war denn so, du sagst, er ist ausgezogen bei euch, bei dir? Ja. Habt ihr in der letzten Zeit noch miteinander geschlafen? Auch nicht mehr. Also ich habe seit 3-4 Monaten keinen Sex mehr mit ihm. Also das kam mir auch schon komisch, aber ich dachte mir, dass er vielleicht, weil er halt auch so eine Frau und halt ist, dass er... auf was anderes nebenher laufen hat. So, jetzt hast du so diese Hammer-Nachricht am Telefon gesagt bekommen und man hat dich jetzt in der Luft hängen lassen. Ja. Ne? Du weißt jetzt gar nicht weiter. Der eine wollte gar nicht mit dir sprechen. Wie lange hast du denn dann noch mit deinem Freund gesprochen? Mit deiner Beziehung am Telefon? Ja, also nicht lange. Er wollte dann so schnell wie möglich das Gespräch beenden. Also er ist mir immer wieder ausgewichen, meinen Fragen. Habe ich auch mal aufgelegt gehabt, also wollte ich überhaupt nicht mehr. Ich war fertig, dann habe ich aber nochmal angerufen, weil ich konnte es einfach nicht glauben. Ich dachte, jetzt kommt halt Verarschung oder irgendwie sowas. Also da bist du ganz sicher, dass es keine Verarschung ist von den beiden? Nee. Wie sich das angehört hat. Also ich kenne die beiden ja. Ich kenne die ja. Klar, der wollte nicht reden, weil dem das äußerst unangenehm war, wahrscheinlich auch super peinlich war. Und der wollte den Anruf schnell loswerden. Jetzt, aber er war eigentlich der Matze schlechthin, das ist das. Da muss er mir echt die ganzen Jahre was vorgeschauspielert haben. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist das ja auch erst in der letzten Zeit irgendwie ihm klar geworden oder man weiß es nicht. Ich finde, dass das Recht, was du hast, und da sollten die beiden sich wirklich am Riemen reißen, dass sie dem Rechnung tragen. Auch. Dass die echt wenigstens Mann genug sind, um mir das zu sagen. Ja, das ist die Erklärung. Finde ich auch. Aber nur gut, nur ist es heute ist es erst passiert, dass sie es dir gesagt haben. Ja. Hoffen wir mal, dass in den nächsten Tagen irgendetwas geschieht, dass sie so... Ich werde morgen erst meine beste Freundin an. Ich habe noch eine gute Freundin zum Glück. Die Jennifer, ich hoffe, dass die mir auch noch ein paar gute Tipps geben kann, weil ich bin echt fertig. Letztendlich kannst du mir, du kannst das ja nicht erzwingen. Du kannst nur nochmal ein Gespräch einfordern und eine Erklärung erbeten. Mehr kannst du ja nicht. Die Erklärung wird unter Umständen auch nochmal schmerzlich für dich sein, aber es ist immer ganz gut zu erfahren, was abgegangen ist und was los ist. Ja, das wäre echt nett, weil ich war echt immer fertig zu ihm und finde ich echt heftig. Das Schlimme ist daran, dass du jetzt sowohl deinen besten Freund verlierst und eben deine Beziehung auch. Ich wollte diesen Mann heiraten, ich wollte Kinder von ihm haben, ich wollte mir mein Leben mit ihm teilen und jetzt macht er sowas mit mir. Ach Susanne, das tut mir wirklich sehr leid. Jetzt sieh mal zu, dass in den nächsten Tagen zumindest ein Gespräch stattfindet zwischen dir und einem von den beiden Jungs. Das wird die Sache auch nicht mehr besser machen, aber man kann es dann besser verstehen und es ist etwas hilfreicher. Wäre es für dich weniger schlimm, wenn er jetzt eine andere Frau gehabt hätte? Nein, natürlich nicht. Wäre auch schlimm gewesen, aber das ist natürlich der Kracher Schächer mit meinem besten Freund. Das ist das, was so doppelt reinhaut, ehrlich gesagt. Weißt du, was das ist? Das ist doppelter Betrug.
Ne? Das ist das. Ja. Also Susanne, ja, versuch zu reden, und das musst du jetzt aushalten. Das ist ein bitterer, bitterer Schmerz. Das ist wirklich traurig und da kann dir letztendlich auch keiner wirklich helfen. Aber rede, dass du ein bisschen mehr erfährst. Okay. Alles Gute. Tschüss. Okay. Tschüss. Und hier ist die Marie und Marie ist 48. Hallo Marie. Hallo Domian. Hallo Marie. Ein Anruf hat mein Leben verändert. Ja, so könnte ich das auch sagen. Und Folgendes ist mir passiert, Domian, also Domian, eine ganz, ganz kriminelle Sache, kann man fast sagen, wie so in einem halben Krimi. Und zwar bekam ich vor circa 4 Wochen einen Anruf von einer Frau, die sagte zu mir, hallo Marie, bist du das? Ja, was gibt's denn? Ja, ja, hier ist deine Nichte von außerhalb. Mhm. Und ich würde dich gerne besuchen kommen. Ich sag meine Nichte aus außerhalb, die Stimme sagt mir gar nichts. Ja, ich habe ein Handy und das verzerrt wahrscheinlich ein bisschen die Stimme. Ja. Ich wollte zu dir und wollte dich besuchen kommen. Mhm. Und ich sagte daraufhin dann zu ihr, ja, einen Moment mal bitte, um was geht es denn da überhaupt? Ja, sagt sie, du pass auf, wir haben uns ja lange, lange nicht gehört. Ich bin in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und zwar bin ich hier in einer Spedition, ich soll 3 Wertpakete abholen und außerdem habe ich ein Auto hier in Lübeck angezahlt und das soll ich dann abholen. Kannst du mir aus meiner Misere helfen? Stopp, jetzt muss ich fragen. Die hat sich als Nichte ausgegeben. Sie hat sich als Nichte bei mir ausgegeben. Kanntest du denn eine Nichte mit dem Namen? Ich habe eine Nichte mit dem Namen Tanja. Das war aber bei mir, ging gleich so ein rotes Lämpchen im Kopf an. Ja. Ich denke, hallo, man hört ja von diesem Oma- oder Opa-Trick. Mein Schwiegersohn ist übrigens bei der Polizei. Vielleicht bin ich dadurch so ein bisschen vorgewarnt über solche Sachen. Und ich habe jetzt gedacht, ich spiele dieses Spiel von der mit. Aha. Also du warst gleich vorgewarnt und dachtest, das kann gar nicht die wirkliche Tanja sein. Kann sie absolut nicht sein. Irgendjemand hat den Namen rausgekriegt und versucht mich jetzt zu linken. Nun will die mich linken. Sie hat ja den Namen, Tanja habe ich ja dann wohl genannt. Ja. Und auf diesen Zug ist sie dann aufgesprungen. Ach so, du hast dich die Vorlage gegeben auf den Namen Tanja. Sicherlich. Ah, ja, sicherlich. Ja. Nun halten. Mhm, ja. Und dann sagte sie zu mir, ob ich Geld im Haus hätte und so weiter. Ich denke, Mensch, die muss ich jetzt halten. Mhm. Ich sage, ja, ich habe 3.000 Euro im Haus. Domian, ich weiß nicht mal richtig, wie 3.000 Euro geschickt werden. Egal. Aber gefährlich, das zu sagen. Ja, ich weiß wohl. Aber ich bin ja nun auch so clever gewesen, dass ich sage, ich muss ein bisschen Zeit jetzt schinden und muss die Kripo hier zu mir herbekommen, nicht? Ja, ja, genau. So, dann habe ich zu ihr gesagt, pass mal auf, Tanja, ich helfe dir gerne und so weiter. Du musst mir ein bisschen Zeit lassen, ich komme gerade aus der Dusche und ich muss mich noch schnell ein bisschen frisch machen, sage ich, ruf mal in einer Viertelstunde ungefähr an, dann bin ich so weit wach und dann besprechen wir das alles. Mensch, du hast aber Nerven. Ja. Du hast aber Nerven. Da war dir völlig klar schon, dass das eine kriminelle Geschichte ist. Domian, ich weiß auch nicht, wo ich die Nerven hergenommen habe. Mann! Das große Zittern kam später. So, erzähl weiter, ja. Aber in dem Moment dann legte sie dann auch auf. Und ich dann sofort hier unsere Kripo Lübeck angerufen. Die schickten innerhalb kürzester Zeit, waren 2 Beamte hier bei mir in der Wohnung. Ja. Und dann ging das Telefon wieder und dann habe ich die so ein bisschen mithören lassen. Ja. Und dann habe ich sie hingehalten. Dann sage ich, du pass auf, Tanja, sage ich, das reicht ja nicht, das Geld, dann muss ich noch zur Bank gehen. Ja, hol dir ein Taxi und ich habe hier nicht viel Geld, nicht viel Zeit. Geld brauchte sie denn? 8.000 Euro. 8.000 Euro. Ja, die hauen ja gleich mit dem großen. 8.000 Euro. Und sie hat so die Hilflose gespielt. Ach bitte, hier, verwandtschaftsmäßig, hilf mir doch bitte. Ja, ich bin in der Notsituation. Mhm. Sag noch mal die Notsituation. Sie sollte da irgendwas abholen? Ja, sie sollte Wertpakete abholen bei einer Spedition. Mhm. Und nicht weit davon entfernt wäre ein Autohandel. Da hätte sie ein Auto angezahlt. Mhm. Es wäre aber noch ein zweiter Interessent da für dieses Auto. Aber für wie doof halten? Bitte? Ich sag mal weiter. Hm? Ja, und wie gesagt, dann das war denn das mit diesen, sie bräuchte noch dann das Geld, also 8.000 insgesamt. Aber für wie doof halten solche Kriminellen? Das frage ich mich auch. Aber es gibt ja nun viele ältere, senile Menschen, ja. die vielleicht gar nicht so anspringen und auf die sind sie ja verpicht. So, dann hast du gesagt, ich helfe dir sehr gerne, aber ich muss noch zur Bank schnell gehen. Ja, richtig. Ja. Da sagte sie noch, nimm dir ein Taxi, das geht schneller und so weiter. Ich sag, circa halbe Stunde, sag ich, die Bank ist ja hier nicht weit. Das ist ja unglaublich. Und die halbe Stunde brauchten wir ja nun, damit ich mit der Kripo das alles mal so ein bisschen durchsprechen könnte, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ja, ja.
Und das haben wir ja dann auch alles so gemacht. Und dann ging tatsächlich das Telefon nach 20 Minuten. Ich sag, jetzt nehme ich noch nicht ab. So schnell kann ich ja von der Bank nicht zurück sein. Ja, nicht? Stimmt. Ja. Dann nach einer halben Stunde ging wieder das Telefon. Sie dann wieder dran. Ich sag, alles klar, sag ich, ich hab's jetzt da. Ja. Hast du bei der Bank was gesagt? Hast du Schwierigkeiten? Ich sag, nein. Ja. Ich sag, da habe ich einen guten Ruf, sag ich. Und da ist alles glatt gelaufen. Ja. Ich denk, na, die werde ich mir aber schnappen, ne? Ja. So, und dann sagte sie, gut, ich komme dann vorbei. Wahnsinn. Ich guck den Kripo-Beamten an, ich sag, die wird niemals kommen, sag ja. ich. Wenn die sich als meine Nichte ausgibt, dann würde das ja auffliegen. Mhm. Der nickte nur und in dem Moment ging wieder das Telefon und dann sagte sie, pass mal auf, Marie, sagt sie, ich kann selbst hier nicht kommen. Ich muss hier beim Auto bleiben, der Autohändler kommt. Ah. Pass auf, ein Herr Braun kommt und der holt das Geld ab, halt das schon parat. Mhm. Und bring das runter zur Straße. Ich sag, zur Straße nicht, ein Deibel werde ich tun. Mhm. Ich sag, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich kann die Treppen nicht nochmal laufen. Stimmt auch nicht. Ich will sie nach oben in die Wohnung bringen. Ja. Auf der Straße kannst du ja bückeln gehen. Das hast du ganz cool gespielt alles. Ja. Ist ja sensationell, erzähl weiter. Ja, so, dann ging es folgendermaßen, das waren keine 10 Minuten, da macht das unten Ding Dong. Mhm. Ich dann meinen Anruf beantworte, also mein Gegensprechanlage, nur drauf gedrückt. Ja. Und dann Spion geguckt, da kam dann einer. Einer. Hoch. Mhm. Und der eine Kripo-Beamte guckte noch durch und dann sagt er nur, fragen Sie hinter der Tür, wer er ist und was er will. Das brauchen wir natürlich für unsere Sache, dann hat das Protokoll. Ist klar. Mhm. Sonst könnte der Vogel ja sagen, oh, ich habe mich an der Klingel verdrückt. Ja, ja. Ne? Na, jedenfalls war das dann auch so, ich sagte, wer ist da? Ja, ein Herr Braun. Ja. Und ich sag, und Sie möchten, ich will das Geld abholen. Ja. In dem Moment, Domian, ich habe die Tür aufgerissen. Der eine Beamte, der hat bei mir aus der Küche einen Satz gemacht, der ist an mir vorbeigeflogen, ne? Das ging rums, bums, du, da lag dieser Baggerlud auf dem Bauch. Ach, ihr habt ihn gar nicht nochmal in die Wohnung gelockt. Nein, und ich dachte, die Kripo-Beamten hätten sich jetzt bei dir irgendwie unterm Sofa versteckt und du hättest den noch ein bisschen ins Gespräch verwickelt. Nein, das ging hier an der Tür los. Der knallte noch an die Nebentür beim Nachbarn. Das und bums hatte der die goldene 8 auf dem Rücken. Sag mal, Marie, darf ich dich Miss Marple nennen? So wurde ich auch schon genannt. Ich wusste ja. Hör mal. Das ist ja sensationell. Wie mutig und wie cool gespielt du das hast. Ja, ich weiß nicht, also Domian, ich weiß nicht, wo ich diese Traute her hatte. Wie mutig, wie toll. Ja. So, dann ist er verhaftet worden und... dann ist er verhaftet worden, dann haben sie mich ja mitgenommen. Aber es bleibt ja noch so ein gruseliger Beigeschmack. Ja, das ist jetzt das. Ich bekam dann nachher von einer Polizeiwache so einen Anruf und dann sagten die zu mir, ob ich irgendwie eine Hilfe bräuchte. Denn ich hätte ja nun doch allerhand miterlebt und ich merkte mit mal auch, also als die jetzt runter waren und ich kam hier bis ins Ruhe, da kriegte ich aber das Flattern, ne? Weißt du, in einem Film von Miss Marple, die ich sehr gerne sehe, die zieht ja auch immer ganz cool die Fälle durch. Ja. Und ganz am Ende wird sie dann vor Erschöpfung ohnmächtig. Ja, also bis zur Ohnmacht hat es bei mir nicht gereicht, aber ich war doch ganz bös am Zittern, ne? Nein, also was ich gerade meinte mit gruseligem Beigeschmack, wie sind die auf dich gekommen? Woher Das wird wohl daran liegen, guck mal im Telefonbuch. Da ist dann Marie, Emma, Hilde, das sind an für sich ältere Namen. Mhm. Dass es jetzt Marie war bei mir, die hätten vielleicht auf eine ältere Frau getippt. Wenn die gewusst hätten, an wen sie da kommen? Ja, dann hätten sich das vielleicht einige Male überlegt. Aber nochmal gesagt, wie dumm dreist die doch sind. Ja. Und wie schlimm, wenn dann wirklich ältere Leute vielleicht aus Angst oder aus irgendwelchen anderen Gründen dann darauf reinfallen. Ja, eben. Es war ja auch gefährlich, aber gut, du hattest ja die Polizei. Das überlegt man in dem Moment so alles. Man kommt automatisch in so diesen Strudel rein. Mm-hmm. Und ich hatte so das Gefühl, das Adrenalin geht so ein bisschen mit hoch. Mm-hmm. Und man ist dann da drin und nun wollte ich ja auch einen Erfolg sehen. Nicht? Aber da ist ja jetzt noch eine Komplizin auf freiem Fuß. Ne? Die ist wohl noch da, wobei die, ich denke mal, die Telefonate können ja eventuell rückverfolgt werden. Ja, ja. Sie hat ja einige Telefonate mit mir geführt. Wie das jetzt weiter lief da, das ist ja wohl... Macht die Kripo ja da. Wie viele Fälle hast du so schon gelöst in deinem Leben? Ich weiß gar nicht. Das ist, manchmal hat man so ein kleines Gespür für solche Sachen. Oder man hat so eine Antenne irgendwie rausgebracht. Ja, aber es ist aber auch so, glaube ich, so ein bisschen so eine Veranlagungssache. Es mag sein. Du wirkst ja auch ziemlich forsch und selbstbewusst und unerschrocken und so.
Ja, das ist mag wohl sein. Das liegt wohl so in meinem Naturell. Ja, darf ich mal fragen, was du vom Beruf machst? Altenpflegerin. Altenpflegerin, das ist natürlich auch ein zupackender Beruf, ne? Das ist richtig. Ja. Ja. Interessierst du dich auch so für Krimis? Liest du gerne Krimis? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich nicht, nein. Aber ich kam so rein und diese Lämpchen, was bei mir anging, Menschenskinder, das musst du jetzt durchziehen, die mit deinem Hop gehen, ne? Du hast das ja innerhalb von Sekunden entschieden, bei dem Anruf, ne? Beim ersten Anruf schon, als ich sagte, Tanja. Und sie sagte, ja, wer denn sonst? Mhm. Ich denke, das ist nie im Leben Tanja, denn ich kenne von meiner Nichte die Stimme. Ja, ich denke, so. Jetzt habe ich so eine Bagalutte hier dran. Weißt du, was auch irre ist und toll ist, dass die Polizei dich sehr ernst genommen hat und dass die sofort gekommen sind. Sofort. Die hätten ja auch denken können, auch da ist irgendeine Olle, die spinnt sich da was zurecht. Nein, die waren gleich da mit zwei Mann hoch. Toll, wirklich. Ja. Und wie gesagt, auch danach, dass dann einer anrief von der Polizei und fragte, ob ich irgendwie Beistand bräuchte oder so. Ich hätte ja nun dies und das erlebt. Sehr nett, ja. Ja, dabei war ich aber auch wieder vorsichtig. Ich dachte, das wäre jetzt einer von den Komplizen, der mir jetzt eins über die Birne hauen wollte. Und da habe ich mir erstmal dann die Nummer geben lassen vom Revier hier. Ja. Bei mir oben und habe erstmal rückgerufen. Sehr geschickt, sehr geschickt. Aber ja. Du hast das Ganze, das war jetzt vor ein paar Wochen, du hast das Ganze gut verkraftet. Ich habe es ganz gut so verkraftet. Ja, so ein bisschen vorsichtig bin ich noch, wenn ich jetzt rausgehe. Ja, ist auch richtig so. Guck ich mal beim Parkplatz und so und ja, so, ne? Ja. Aber ich glaube, die Gangster machen schon einen Bogen um dich herum. Die wissen, mit dir ist nicht gut Kirschen essen. Ja, ich kann mir mal denken, dass das in Lübeck wohl auch nicht allzu doll jetzt mehr ist hier. Das ist wohl so ein bisschen jetzt abgegrast, weil dass die merken, dass hier doch ein paar clevere Leute leben, ne? Also Marie, die Sendung ist gleich vorbei. Bist eine tolle Frau, finde ich sehr nett, sehr sympathisch und Hochachtung für den Mut, den du da an den Tag gelegt hast. Ja, okay, Domian. Schöne Grüße in den Norden. Ja, danke schön. Tschüss. Dir für deine Sendung weiterhin alles Gute. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ein Anruf hat mein Leben verändert. In der Technik war Volker Thake. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.